Straßen von Mexiko klingen so schön, die Trompeten von Mexiko wollen nicht nach Hause gehen. Die Trompeten von Mexiko klingen so klar, mit Sombrero spazieren gehen mit einer verschrumpelten Signora. Die Trompeten von Mexiko laden dich ein zu Kaffee und Kuchen und zu glasiertem Meerschwein. Mexiko, 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 hey! Mexiko, 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 hey! Mexiko, 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 oh, 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 yeah, oh, yeah, yeah, oh, oh, Lord. Das ist ganz, ganz kompliziert. Das kann ich euch gar nicht antun, aber das merkt man nicht. Das ist das Schöne. Und in Japan wird dieses Lied von, jeder kennt das Lied, aber unter anderem Namen. Also in Japanisch auch. Es ist ein anderer Text und eine andere Melodie. Eine ganz andere Geschichte auch. Es geht da gar nicht um eine Katze, sondern um eine Lehrerin. Das Lied möchte ich jetzt für euch singen. Und ich glaube, die Stimmung ist mittlerweile auch sowieso auf dem Siedepunkt. Kann ich kurz abfragen. Ah, man merkt aber, die Armen, die etwas mehr hinten sitzen, die singen direkt besser mit wie die Reichen. Die faulen Reichen. Ein zweiter Versuch. Nee, ganz ohne Anleitung geht das noch nicht. Super. So stelle ich mir das vor. Und so war es dann auch. Ich habe davon geträumt, heute Nacht noch. Ich liege im Bett und denke die ganze Nacht. Ist auch ein schönes Lied. Katzenklo. Oh Moment, die Band hat zu spät eingesetzt. Das ist natürlich nicht besonders professionell. Naja, es ist ja auch nur eine Outlet-Band. Wie man auch sehen kann. Okay. Ja, hört man das nicht so? Ja, so. So ist gut. Ich beginne jäh, yeah, okay? Katze Klo, Katze Klo. Ja, das macht die Katze froh. Der Katze Klo. Katzenklo macht die richtige Katze froh. Und noch einmal. Katzenklo, Katzenklo. Ihr könnt mitsingen. Katzenklo macht die richtige Katze froh. Gehst du ins Geschäft hinein, kaufst was Schönes für die Katze ein.
Der Katzenklo, Katzenklo, ja, das macht die Katze froh. Der Katzenklo, Katzenklo, macht die richtige Katze froh. Eine Katze hat links und rechts eine Tatze. Damit sie besser laufen kann, sind hinten auch noch Tatzen dran. Katzenklo, Katzenklo, ja, das macht die Katze froh. Katzenklo, Katzenklo, macht die richtige Katze froh. Eine Katze frisst mir die Haare vom Kopf. Eine Katze frisst den ganzen Tag. Damit es ihr gut geht, will sie fressen, ich stelle ihr nichts hin. Sie isst nichts auf, die kennt er noch nicht. Katzenklo, Katzenklo, ja, das macht die Katze froh. Katzenklo, Katzenklo, macht die richtige Katze froh. Katzenklo, Katzenklo, ja, das macht die Katze, macht die Katze froh. Katzenklo, Katzenklo, macht die richtige Katze froh. Instrumental. Thank you.
Dolores de la Tantalos. Ha colto un tento nella vagina. La momenta perché suona un po' quanto mi capo di cappella. Und die natürlich, die wollen eine von uns sein oder so. Ne? Oder einer von uns. Kriegen wir nie hin, das geht. Einer von uns, ja. Kein Politiker, dann einer oder eine von uns sein. Das ist ja gut. Ich glaube kaum, dass hier einer von hier irgendwie Politiker wäre. Ich habe ja schon öfter daran gedacht, ne? Also Freunde von mir, Donald Trumpf, die sind ja in die Politik gegangen. Ja, ich weiß jetzt nicht, was der von Beruf, ich habe keine Ahnung, ich gucke wenig Fernsehen, aber wenn ich den dann habe, den mal im Fernsehen, dann gedacht, kann doch nicht wahr sein. Aber das ist wahr. So ist die Welt heutzutage. Das sind die ganz großen Könige, sage ich mal. Donald Trump. Salario Dings da, Berlusconi, die beiden müssen zusammen eigentlich die Weltherrschaft machen. Und natürlich ganz klar hier Dinges, wie heißt er hier? Ja, wie heißt er? Donald Dagobert Duck. Das kleine Vögelchen, die Meise. Bei mir zu Hause sind im Moment keine Meisen zugange, sondern Rotkehlchen. Die bauen sich ein Nest direkt auf dem LKW drauf, oben drauf, wo wir dann aber demnächst weiter mit auf Tournee gehen. So kommen die mit. Die kleinen Vögelchen lernen dann irgendwo fliegen, was weiß ich, in Ravensburg oder Zürich, wo wir demnächst sind. Da lernen die dann fliegen, das muss man sich mal vorstellen. Ich habe schon mal eine Spinne mitgenommen von Dresden nach Karlsruhe. Am Außenspiegel. Echt? Das sind ja alles noch Sachen, die normal sind, aber was gar nicht normal ist, aber was wirklich doch Realität ist, man kann im 3D-Drucker etwas zu essen bestellen. Noch keine Suppe, aber viele andere Sachen, die man aus Papier, aus dem Drucker formen kann. Wie zum Beispiel Esspapier. Ich bin mit einem Flugzeug geflogen, das war komplett im 3D-Drucker hergestellt worden. Das ist irre. Das ist wirklich irre. Ein riesiges Blatt Papier wird von über 150 Menschen gefaltet, nochmal gefaltet, nochmal gefaltet. Und dann kommen hinten noch so Kerben rein und dann wird das, fliegt das. Das ist Wahnsinn. Der 3D-Drucker ist die Zukunft. Und dann, wenn der 4D-Drucker kommt, dann sind wir endlich ganz, ganz gleich. Laut. Dann kann man sich endlich selbst von hinten beobachten, wie man am Arbeitsamt ansteht. Das ist toll. Dieses hochpolitische Pamphlet sollte heute reichen, um damit die Laune nicht in den Keller geht. Denn wir sind hier für gute Laune. Ernst bleibt zu Hause. Nicht der, der so heißt. Der soll hier hinkommen.
Aber der so ist. Der kleine Meisenmann wird heute Abend verkörpert, kann man nicht sagen. Aber gemimt. Gemimt. Von Sergei Gleitmann, der schon dort so, war. Sergei. Und der Meisenmann. Noch in diesem Jahr gebiert er seine 47. Kanonenkugel. Ich freue mich sehr auf dieses Lied, der kleine Meisenmann. Und das wollen wir jetzt auch mal spielen. Es ist übrigens das Lieblingslied von Joachim Gauck. Nein. In unserem Garten hängt ein Meisenknopf. In der Tanne wie ihre Zweige in den Himmel streckt. Da kommt der Meisenmann geflogen und er zeigt uns ganz stolz seinen Nachwuchs. Sie krakeln noch in ihrem Nest. Frau Meise gibt den Kindern Würmer, doch für den Mann, da bleibt kein Rest. Sei nicht traurig, keiner Meise, dass für dich nichts übrig bleiben kann. Denn die Kinder wollen essen, das hast du in deinem Meisenbahn sicherlich vergessen. Der Meisenmann fliegt hoch in den Himmel. Von unten sieht man deutlich seinen Stil. Der fliegt der Sonne entgegen bis zum Horizont und immer weiter. Sergei Gleitmann, Dankeschön. Kommt entgegen. Hallo Meisenmann. Hallo Horst. Na, wo fliegst du denn hin? Ich flieg nach Essen. Ich will gucken, ob ich da einen Regenwurm finde in der Fußgängerzone. Na, dann mal tau. Tschüss. Tschüss. Und der Adler fliegt mit seinen riesigen Schwingen weiter. Über die Innenstadt und da auf der Kettwigerstraße, da liegt ein kleiner Regenwurm, der vom letzten Regen übrig geblieben ist. Und der kleine Meisenmann lässt sich wie ein Stein vom Himmel fallen und nimmt den Wurm in seinen Schnabel, fliegt damit nach Hause in das Nest in der Tanne hinter unserem Haus. Da guckt schon seine Frau aus dem Fenster raus. Wo bleibst du, solange du hast? Sie ist 12-mal so groß wie er. Sie ist ein Kuckuck. Er hat sie im Chat kennengelernt. Sie wartet mit einem falschen Foto einer Freundin, einer Kolibri in. Tages in einem Schuhkarton, der erst nach der Hochzeit geöffnet werden durfte.
Und so kam es, dass nach dem Jawort er seine Frau zum ersten Mal sah. Der Deckel ging auf. Überraschung! Doch wer A sagt, muss auch B sagen. Und so sind sie nun schon seit 12 Jahren ein Paar. Ich hab noch mehr Hunger. Ich hab nichts. Dann hätte ich dich. Nein. Doch. Sie ist den eigenen Mann mit Haut und Haaren, Schnäbelchen auf. Er lebt noch ein paar Minuten im Magen seiner Frau. Dann zerfrisst ihn die Magensäure. Thank you.
Vorhang fällt und ich bleib einfach sitzen. Doch dieses war ein Witz. Natürlich geh ich gleich. Heile, heile Gänz. Mit diesen bedächtigen Melodien möchte ich euch in den Alltag entlassen, in eure Zuhauses. Versucht mal, zu Hause es gemütlich haben zu wollen, in den kalten Wohnungen der Mehrfamilien, Schluchten, in den Fluren, die nur nach Nachbar riechen. Doch gesehen hat man ihn noch nie. Seit 70 Jahren wohnt Herr Knickebein im zweiten Stock allein. Manchmal hört man seine Nichte bellen. Ja, so ist es. Morgen ist Freitag. Die A40 wird voll gegen Mittag. Danach kommt der Samstag und mit dem Sonntag schönes Wetter. Tritra, Trulala, Kasperle Theater, vielleicht oder ADAC-Ball. Wer weiß, was hier los ist. Hühnerausstellung, Autoverkauf, Gardinenausstellung, immer zu empfehlen. Die gute Arno-Gardine. Mit Goldrand. Auf Wiedersehen, Essen. Auf Wiedersehen, Trinken. Auf Wiedersehen. Auf Wie, egal wie. Hauptsache Wiedersehen. Wow. Kommt zu meiner Raue. Ich mach da immer gerne Witze drüber. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mal sehen, wann. Tschüss, kommt gut nach Hause. Ja, wow.